Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf. Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich ja diese Fräsführung hier gebaut. Ich verlinke sie euch auch nochmal im Eck, wer das nicht gesehen haben sollte. Und die hat ja gerade mal 5 Euro gekostet und das auch nur aufgrund dessen, dass wir 5 Euro auf dieser Platte geklebt haben. Und beim Vorstellen ist mir ja auch eine zweite Platte in die Hand gefallen für gerade mal 2 Euro. Da hatte ich da ja auch gesagt, da könnte man ja auch so eine Fräsführung machen für 2 Euro. Das ist mir dann an dem Punkt aber auch ein bisschen zu blöd gewesen, das gleiche nochmal in klein zu bauen. Aber mir fiel aber auch ein, was ich denn noch für die Fräse bauen wollte. Jeder, der eine Oberfräse zu Hause hat, weiß, was man da alles damit so machen kann und was man sich da auch so für Vorrichtungen dafür kaufen kann. In meinem Fall oder jetzt in diesem Fall bauen wir uns ganz einfach eine Vorrichtung und zwar einen Fräszirkel und das bauen wir dann in dem Fall aus einer Platte für 2 Euro und ich möchte da jetzt auch gerade gar nicht so viel noch zusätzlich investieren. Wir lassen es jetzt bei den 2 Euro und ich habe mir da auch schon ein grobes System dafür ausgedacht. Man findet ja auch viele zuhauf wieder mit diesen Stangen hier zum Reinstecken. Ist ein kontroverses Thema, man kann das natürlich machen, aber mir ist das immer zu blöd, das draufzustecken und dann noch festzudrehen. Mein Plan ist jetzt ganz einfach, einen Fräszirkel zu konstruieren, wo man die bloß noch reinstellt und sofort losfräsen kann, ohne jetzt groß noch irgendetwas festzustellen. Okay, den Radius muss man so oder so einstellen, das glaube ich, das nimmt sich kein Fräszirkel, aber hier soll ganz einfach nur die Fräse reingesetzt werden und dann los geht's. Und ich glaube, das wird auch relativ einfach zu konstruieren sein. Und damit wir nicht allzu viel fräsen, Tiefe verlieren, das habt ihr ja auch recht häufig angemerkt, dass man bei dieser Fräsführung hier, und zwar, dass man da hier so viel Frästiefe einbüßt oder dass man ganz einfach so viel von der Frästiefe verliert, das mag bedingt stimmen, aber es kommt auch ganz einfach auf den Fräser drauf an, den ihr da verwenden möchtet. Es gibt da ja zuhauf Fräser, auch die etwas länger sind. Es kommt dann auch wieder drauf an, wie ihr ihn eingespannt habt und natürlich kommt es auch auf die Fräse drauf an. Klar, ihr verliert etwas an Frästiefe, aber das sollte jetzt nur grundlegend ja eigentlich so, ja, der Gedenkanreiz sein, wie man sich so etwas konstruieren kann und wie man sich so etwas bauen kann. Warum erzähle ich das? Ja, ganz klar, weil wir hier auch etwas davon einbüßen werden. Nicht so viel wie jetzt bei der Führung, aber etwas werden wir dennoch verlieren. Und ich denke ganz einfach, wir fräsen uns jetzt erstmal eine Tasche, eine passende Tasche in diesem Fall, hier rein, dass man da die Fräse dann bequem da reinsetzen kann und dann eigentlich auch schon losfräsen kann. Und ich denke, damit fangen wir jetzt auch echt an, dass wir diese Tasche hier fräsen. Und dafür zeichnen wir uns ganz einfach das Teil an, wie groß es ist. Ja. So, ich nehme da hier auch wieder Siebdruck, das eignet sich einfach hervorragend dafür. Und die glatte Seite nehme ich nach unten, also das ist dann die, die dann sich so mit dreht. Und hier auf der rauen machen wir jetzt einfach die Tasche für die Oberfräse, die wir jetzt auch so, denke ich jetzt, in dem Abstand anbringen werden. Ja, das sieht gut aus. So. Na Mensch, Jörg, das Ding sollte aber auch möglichst in der Mitte sein. Hier haben wir 3 cm und hier haben wir, ja. Ach, Herr Ziegler. Et voilà, haben wir die Mitte. Ast rein. So, da wären wir auch schon so weit, um hier loszufräsen. Jawohl. Und das ist das, worauf ich mich jetzt eigentlich am meisten gefreut habe. Das Fräsen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, von Mal zu Mal macht mir das Fräsen auch mehr Spaß. Und das hätte ich damals echt nicht gedacht, wo ich die gekauft habe, dass das so viel Spaß macht. Und dass ich dann auch echt noch Projekte für die Fräse mache. Da lasse ich mich jetzt gerade echt eines Besseren belehren. Und es ist halt auch mal eine ganz andere Kategorie an Maschine, mit der ich hier arbeite. Und ich glaube, im Großen und Ganzen, daher lohnt sich das auch. So, ich denke, das dürfte nicht zu tief sein, auch nicht zu flach sein, dass es alles genug Grip hat. Ja, ein Ticken runter. So. Machen wir eine kurze Probefräsung und dann können wir ja schauen, wie tief das Ganze ist. Ja, um den dicken Daumen haben wir hier
Hey, das glaube ich gerade nicht. Wir haben hier knapp 6 mm. Ja, okay. 5,5, aber knapp 6 mm. Und da sind wir echt in der Hälfte. Krass. Augenmaß lässt grüßen. So, Staubmaske auf und eigentlich schon können wir loslegen. Ich überlege gerade, ob wir jetzt hier die Fräsführung gleich mal mit in den Einsatz bringen. Wenn ihr mich jetzt gerade überhaupt noch hören könnt. Oder spannen wir uns jetzt einfach ein Brett hierher? Wobei, wofür habe ich die Fräsführung gebaut? Jetzt ist aber natürlich Schwachsinn, was ich hier eingestellt habe. Aber naja, was soll's. So, jetzt dürfte das auch wieder passen. Ansonsten muss ich das eben anpassen. So, das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. So. Den Rest bräuchte ich jetzt eigentlich einen Fräszirkel, um jetzt quasi diese Kurven hier hinzubekommen. Aber ich denke, das werde ich jetzt wohl oder übel so ein bisschen Freestyle-mäßig machen müssen. Aber was ich jetzt auch gerade feststelle, was ich jetzt auch gerade schon mit der Frässchablone gesehen habe, mit der Frässchablone, mit der Fräsführung, dass man das wirklich in dem Licht, das seht ihr jetzt vielleicht nicht so, dass es in dem Licht echt blöd ist, das Ganze zu sehen. Und daher glaube ich, ich werde das Ganze nochmal abkleben, damit ich das besser sehe. Sicher ist sicher. So gerne ich auch mit Siebdruck arbeite, das ist immer ein Problem mit dem Anreißen. Ja, damit muss ich jetzt wohl oder übel leben. So, haben wir auch perfekt gleich die Mitte. So, Maske auf. Und weiter geht's. Freestyle-mäßig. Achso, jetzt muss ich erstmal wieder die richtige Tiefe einstellen. So. Na dann los. Ich sollte das Ganze vielleicht auch ein bisschen festspannen. Da geht es vielleicht ein bisschen einfacher. Naja, Herr Ziegler. Naja. Aber es dürfte funktionieren. Also dafür, dass es mein erstes Mal so richtig freihand fräsen ist, sieht es doch ganz gut aus. So, und da zeige ich euch jetzt auch gleich mal noch, wofür diese Fräsführung auch noch gut ist. Denn jetzt können wir diesen ganzen Mittelsteg, der hier in der Mitte ist, noch ganz bequem ausfräsen, ohne jetzt Gefahr zu laufen, dass diese Fräse in diese Tasche hier reinkippt. Und dafür ist dieses Ding eigentlich prädestiniert, auch wenn ich jetzt die Frästiefe nochmal einstellen muss. Naja, aber ich glaube, jetzt kann ich auch erstmal das Klebeband hier wieder abmachen. Uiuiui. Also mit Klebeband sah das schöner aus. Puh.
okay, an der einen oder anderen Stelle muss ich nochmal nachgehen. Aber so im Großen und Ganzen. Genial. Absolut genial. So, bevor ich jetzt hier groß sauber mache, fast, aber fast auf Anhieb. Die Kurven vorne und hinten scheinen zu passen, aber hier ist, wird halt wirklich in Millimeter. Ja, ne, dann gehen wir den gleich nochmal nach. So, bei der Gelegenheit schauen wir jetzt gleich mal, ob die Funktionalität gegeben ist, die ich jetzt eigentlich erreichen wollte. Und zwar Fräse rein und losfräsen können. Es ist genial. Genial. Und es hat wirklich kein Spiel. Krass. Krasse Ware. Alter Schwede. Ich wäre hier dennoch zwar links und rechts eine Leiste hinmachen, dass ihr wirklich auch möglichst viel Fläche Druck ausübt, dass das Teil nicht wirklich irgendwie Gefahr läuft. Ja, obwohl, ich führe es ja eh mit der Hand. Ja, ich werde sie trotzdem hier hinmachen. Sicher ist sicher, dass wir hier einfach wirklich viel Anpressdruck haben, dass das Ganze nicht irgendwie hier so rausrutschen kann. Aber darauf bin ich jetzt gerade schon mal stolz, dass das ganze Teil so hier reingeht, passt und wirklich eigentlich null Spiel hat. So, ich habe jetzt hier auch mal kurzerhand noch schnell die Absaugung montiert, um zu schauen, ob hier sich nicht irgendwas berührt oder in die Quere kommt, weil ich will jetzt auch in Zukunft einfach mal die Absaugung mit benutzen können. Und ja, das sieht da hier relativ gut aus. Hier berührt sich nichts, hier kommt sich nichts in die Quere. Alles safe. So, als nächstes habe ich mir jetzt hier auch so eine Opferplatte untergelegt, in die ich jetzt auch gerne reinfräsen kann, ohne jetzt Gewissensbisse zu haben. Und des Weiteren habe ich mir jetzt hier auch einen passenden Fräser eingeschraubt, der auch zu einer Nenngröße von Schrauben passt. Denn das ist auch essentiell, dass wir das Ganze ja dann später auch feststellen können. Und jetzt fräsen wir einfach einmal komplett durch die Platte durch, denn das ist jetzt unser Bezugspunkt, mit dem wir dann quasi weiterarbeiten. So. Jetzt muss ich auch den Tiefenanschlag rausnehmen, wenn er will. So, einmal raus mit dir. Da haben wir dann auch unser passendes Loch und damit geht es jetzt auch weiter. Wie man so schön sagt, viele Wege führen nach Rom. Ich zeige euch, wie ich das Ganze jetzt hier mit dieser Nut mache. Es gibt da ja viele Möglichkeiten. Also ich hätte das jetzt auch alles schön anreißen können hier mit dem Mittelpunkt, den ich ja vorhin auch schon angezeichnet habe. Ich mache es mir aber an dem Punkt ein bisschen einfacher, auch mit Hilfe dieser Fräsführung. Das könnt ihr auch mit Hölzern machen, die ihr jetzt gerade irgendwo rumliegen habt. Ich nehme jetzt ganz einfach meine Fräse mit dem gleichen Fräser, setzt die in diese Bohrung, in diese, ja, in dieses Loch an. Wenn ich das Loch mal erwischen sollte. Na komm. So, fahr sie ganz runter, dass sie festhängt. So, stell das Ganze fest, dass die Fräse auch da bleibt. Und jetzt habe ich ja diesen Drehpunkt hier, den ich jetzt wirklich akkurat ausrichten kann, dass das auch wirklich eine Nut wird, die in einer Flucht liegt. So, das sieht doch gut aus. So, und dann spanne ich das Ganze einfach fest. So, wenn ihr das dann habt, könnt ihr eure Fräse wieder nach oben holen. Alles natürlich ordentlich akkurat festgeschraubt, weil das muss im Moment jetzt auch so bleiben. Und jetzt kann ich hier ganz bequem meine Fräse hin und her schieben. Kann das immer wieder nachsetzen, wenn es vonnöten ist. Hier bin ich jetzt ganz flexibel. Und es bleibt selbstverständlich alles in einer Flucht, alles in einer Linie. Und das ist das essentiell Wichtige, weil sonst braucht es sowas jetzt, glaube ich, auch nicht anfangen. Ich werde jetzt erstmal schauen, ich werde mir hier auch Stops hin machen, dass das dann auch mit dem Fräserwechsel auch funktioniert, den wir dann ja auch noch machen müssen. Ich denke, wie weit versetzen wir jetzt die Linie? So.
Da sind wir jetzt eigentlich auch schon bereit für die erste Fräsung. Ich werde jetzt auch einmal komplett durchfräsen, das in zwei Durchgängen. Ja, ich denke, zwei werden reichen. Also erstmal die Hälfte. Tiefenstopp. Dass auch die Fräsung halbwegs ein bisschen, ja, ansehnlich ist. So, let's fetz. So, schnell mal ein bisschen sauber gemacht und schon kann es weitergehen. Ich habe jetzt den, ja, größten Fräser, den ich jetzt aktuell zur Hand habe, auch schnell hier eingespannt. Und den müssen wir jetzt einfach nochmal hier lang führen. Den jetzt aber wiederum nicht ganz durch. Eher so, ja, sagen wir jetzt mal die Hälfte. Bei den Läufern müssen wir uns dann eh noch machen und daher ist es jetzt unrelevant, wie tief. Ich denke einfach, die Hälfte wird reichen. Und das setzt du auch auf irgendwann mal. So, jetzt. Und jetzt stellen wir uns dann einfach, ja, 12 ist das Teil tief, also dick. Ja, nehmen wir einfach 5 mm, das ist jetzt, denke ich, ausreichend. Und schon kann es wieder losgehen. Also müsst ihr nur aufpassen, dass ihr das Ganze nicht verstellt, damit ihr wirklich nochmal die gleiche Bahn nochmal abfahrt. Also nur in dem Fall mit einem größeren Bohrer, nicht Bohrer, Fräser. Und dann heißt es auch schon wieder sauber machen. So, bevor ihr aber das Ganze löst, vergewissert euch, dass das Ganze auch wirklich die Maße hat, die ihr haben wolltet. Bei mir scheint das gerade nicht der Fall zu sein. Hä? Warum? Also wenn ich sauber mache, dann sollte ich auch richtig sauber machen. Passt. Wenn das alles passt, dann könnt ihr getrost das Ganze abmachen. Und solltet euch da immer bewusst sein, überprüft das lieber 3-4 Mal an unterschiedlichen Stellen. Weil wenn ihr das jetzt abmontiert, dann kriegt ihr das nur schnell wieder genauso ausgerichtet. Und daher achtet da echt drauf, dass das Ganze wirklich passt. Weil sonst wird es echt komplizierter. Also lässt sich jetzt gerade echt nicht wirklich meckern. Auch wenn ich jetzt gerade überlegungstechnisch eigentlich hätte in diese Fläche hier reinkommen müssen, was eigentlich auch im Konstrukt so vorgesehen war, aber ist jetzt nicht passiert. Ist jetzt nicht so tragisch, aber ich hätte eigentlich damit gerechnet. Naja, sieht auch rein optisch damit, ja, ein bisschen besser aus. So, dann können wir uns jetzt eigentlich fast um den Läufer kümmern. Ja. So, dann sägen wir uns jetzt mal ein Stück, ein Scheibchen von diesem Teil ab, weil es ist jetzt natürlich blöd, ich sage jetzt hier, das Teil kostet 2 Euro, also diese Platte hat 2 Euro gekostet, nehmt dann ein anderes Stück Holz. Also schneiden wir uns jetzt einfach hier ein Scheibchen von ab, wie auch immer gerade. Und bauen dann daraus den Läufer. Da will man jetzt nur ein Stück absägen, da muss man erstmal das komplette Teil umbauen. Ja, nur gut, dass das alles so einfach hier gerade geht. Und ich jetzt hier nicht stundenlang irgendetwas abmontieren muss. In dem Punkt bin ich da ganz glücklich, wie ich das Ganze hier konstruiert habe. So, wie breit machen wir denn das Teil? 16 mm. Ja, na dann 16 mm ab.
Oha, das passt ja fast schon perfekt. Also mit ein bisschen Drücken geht's rein. Aber ich habe das Teil ja sowieso noch vor abzuschleifen, dass es auch ein bisschen schöner aussieht. Aber so jetzt passt das eigentlich schon fast rein. Cool. So, schon wieder umgebaut. Wunderbar. Also, was will man mehr? Läuft flüssig. Wunderbar. Also, da lässt sich jetzt gerade nicht meckern. Krass. So, da können wir das ganze Teil dann ja auch schon mal fräsen. Also, dass wir das Ganze hier auch in die Platte einlassen. Ich überlege jetzt gerade, wie rum wir das machen. Die glatte Seite nach unten. Oder doch nach oben, damit das flüssiger läuft. Ich glaube, das wird dann eher so die Option sein. Denn wir werden das ganze Teil jetzt nämlich noch in die Platte einlassen. Also wir werden jetzt einfach hier links und rechts ein bisschen was wegfräsen, dass wir diesen mittleren Steg dann auch hier haben. Und dann werden wir das ganze Teil auch noch ein Stück kürzen. Ja. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Ja, na dann. Also passt da wirklich auf, wenn ihr mit so einem Frästisch arbeitet, gerade wenn ihr so kleine Teile fräst. Es hat jetzt nicht auf Anhieb gepasst von dem, was wir abgefräst haben. Das ist jetzt nicht das Problem, da machen wir halt eben noch einen zweiten Durchgang. Aber es ist halt wirklich, gerade bei so kleinen Teilen, ja, schon ein bisschen gefährlicher. So, na dann, nächster Durchgang. So, schauen wir mal. Geil, genial. Ja, da lässt sich jetzt nicht meckern. Und das ist hier wirklich mini, also wenn es ein halber Millimeter ist, was das hier übersteht, dann kann ich damit leben. Wobei ich jetzt gerade echt nur aufgrund der Beschichtung denke, dass hier irgendetwas übersteht. Aber so. Aber das erfüllt definitiv seinen Zweck. So, jetzt müssen wir natürlich schauen. Ihr habt das ja vielleicht eventuell auch schon gesehen. Ich habe das ja hier genauso auch vorne. Nee, umgedreht. Das ist ja vorne, das ist hinten. Habe ich ja das Ganze noch ein bisschen. Das ist wirklich so dünn wie Papier hier. Ja, ich habe das Ganze ja etwas weiter gefräst, so dass man auch wirklich die kleineren Kreise schneiden kann. Aber auch die größeren, indem man das einfach nur umdreht. Und das müssen wir uns jetzt auch noch erarbeiten oder hier rausfräsen. Und ich denke, wir werden das jetzt einfach dann auch vielleicht gleich halbieren, das Teil. Ja, ich denke, wir halbieren es am besten einfach. So haben wir im Notfall dann auch nochmal Ersatz. Oder bauen wir hier einfach zwei Anschläge oder zwei Einstellmöglichkeiten, dass wir einmal das Große und einmal das Kleine haben. Ich glaube, das habe ich auf YouTube auch noch nicht gesehen, dass es da einen gibt, der zwei hat. Oder zwei konstruiert hat. Ich glaube, wir haben ja sowieso das Teil jetzt hier, wenn es eins kaputt geht, haben wir jetzt immer noch dann den Ersatz. Und das nur für 2 Euro, wohlgemerkt. Aus 1 macht 2.
Schauen wir mal. Geil. Genial. Da lässt sich jetzt echt nicht meckern. Okay, hier hinten geht es noch ein bisschen schwer, aber es passt. Geht auch bis zum Anschlag. Schauen wir uns das mal auf der anderen Seite an. Oh ja. Also da lässt sich jetzt gerade echt nicht meckern. Es funktioniert. Es hat hier hinten ein bisschen zu wenig Spiel. Ja, das lässt sich ja aber noch zurechtfeilen. Aber so im Großen und Ganzen, die Funktion ist jetzt schon mal gegeben. Wie es eben manchmal so im Leben ist, muss ich jetzt an dieser Stelle nochmal das Ganze nachkommentieren, weil jetzt zwischendrin die Funkstrecke ausgefallen war, also der Ton. Und ich denke, es ist nicht ganz klar, warum und weswegen ich was wie hier gemacht habe und wie sich das Ganze zusammensetzt. Zum einen, als erstes habe ich mir zwei solche Bolzen hier reingesetzt. Also die kennt ihr schätzungsweise aus dem Regalbau. Das sind die Teile, wo immer die Regalböden drauf liegen. Die habe ich mir bloß ein bisschen zurechtgeschliffen mit Hilfe des Tellerschleifers, so dass sie nicht hier irgendwie überstehen oder den Läufer irgendwie blockieren. Und das sitzt eigentlich relativ gut. Kann ich auch bequem wieder rausnehmen, wenn ich wirklich mal nur ein Maß brauche und nicht irgendwie beide. Dann nehme ich mir das einfach raus, was ich nicht brauche. Und zur Not, wenn ich dann umstellen möchte, brauche ich mir das bloß wieder reinsetzen und weiter kann es gehen. Des Weiteren, ich denke mal, es werden die ein oder anderen Fragen kommen, warum ich mir hier nicht irgendwie Sterngriffe rangezaubert habe. Ja, hatte ich vielleicht auch so ein bisschen vor, aber der ursprüngliche Plan hatte vorgesehen, hier Flügelmuttern draufzusetzen, die ich aktuell leider nicht da habe. Daher musste das ganz einfach mal so funktionieren. Und daher sollte es sowieso auch so ein bisschen in dieser 2-Euro-Schiene bleiben. Also selbst mit diesen, ja, Bolzen hier drauf, den Schrauben und so weiter, wird sich das immer noch so in, naja, 2,50 € Kategorie abspielen. Und daher wollte ich jetzt nicht noch irgendwie groß Geld dafür ausgeben. Es sollte ganz einfach wirklich in diesem Preissegment von 2 € bleiben. Als nächstes konnte ich das Teil dann auch schon auf seine Funktionalität testen. Hierfür brauchte ich mir eigentlich bloß lediglich ein Führungsloch bohren, was in den meisten Fällen oder auch in den besten Fällen sich in der Mitte befinden sollte. Dann braucht man sich bloß bequem seinen Radius einstellen und dann kann es schon ans Fräsen gehen. Das hat ja eigentlich relativ gut funktioniert, ohne Probleme, auch wenn ich dann danach erstmal wieder viel sauber machen musste. Aber es hat, wie gesagt, relativ gut funktioniert. Das eine oder andere werde ich dann mit der Absaugung vielleicht noch ändern müssen. Des Weiteren werde ich dann auch hier vielleicht noch den ein oder anderen Klotz mit ranschrauben, dass die Fräse ein bisschen besser geführt ist. Ich habe ja zuhauf auf YouTube gesehen, die das Ganze hier mit dieser Kopierhülse hier unten machen. Ich will da ja aber prinzipiell auch größere Fräse reinbekommen und mit der Kopierhülse ist das da nicht wirklich so sinnvoll. Und des Weiteren ist dann die Fräse dann ja hier in dieser Achse auch beweglich und da ist mir auch die Gefahr wieder zu groß, diese Fräse zu verkippen oder irgendwie hängen zu bleiben. Also das ist in meinen Augen ganz einfach nicht das Wahre vom Ei, das Gelbe vom Ei. Und daher habe ich das ganz einfach so gelöst. Und die Funktionalität ist eigentlich wirklich, also man kann an dieser Stelle einfach nur sagen, es funktioniert astrein. Und es ist auch genau das eingetreten, was ich damit erreichen wollte. Ich will bloß die Fräse hier reinsetzen und kann damit losfräsen. Und nicht wie bei vielen anderen noch irgendwie hier schrauben oder irgendwie das Ganze noch arretieren müssen. Einfach nur reinsetzen und losfräsen war meine Devise und die habe ich hier auch zu 100% erfüllt. Es gibt ja auch jede Menge Fräszirkel auf YouTube zu finden, die so konstruiert sind, dass man diesen Fräszirkel hier fest hier unten ranschraubt. Das wäre in meinen Augen wieder, naja, genau das Thema, dass man dann wieder vielleicht eventuell so einen Fräskorb einbüßt. Letztendlich in meinem Set waren, glaube ich, 3 oder 4 drin. Also einer ist in meinem Frästisch, dann hätte ich hier noch einen im Fräszirkel, dann hätte ich letztendlich nur noch 2. Dann baue ich mir vielleicht noch eine Vorrichtung, wo das dann dranbleiben müsste eventuell, dann habe ich nur noch einen. Also ihr seht, wo das Ganze hinführt und nochmal so einen Fräskorb kaufen. Ja, das liegt
ganz einfach in meinen Augen nicht so wirklich im Sinne dieser Vorrichtungen, dass man da jetzt wirklich für jede Vorrichtung irgendwie sich so einen Korb kauft. Also diese Lösung hier mit Fräse reinsetzen und los geht's, ist so in meinen Augen die beste und eigentlich auch einfachste. Man braucht nicht nur irgendwie tausende Schrauben festziehen, arretieren oder irgend sowas in die Richtung. Mein letztendliches Fazit zu diesem Fräszirkel: der absolute Traum. Also was will man da jetzt echt mehr dazu sagen, außer dass es hier wirklich ein Fräszirkel für wirklich das kleine Geld ist, also 2 Euro in diesem Fall. Und in dieser Funktionalität, wie ich es hier zusammengebaut habe, also mit 2 unterschiedlichen Kreisgrößen, also das ist jetzt auch mal für mich mal echt was Neues, weil ich habe das bei den Recherchen nicht bei einem anderen YouTuber gefunden. Man könnte das jetzt auch noch ein bisschen weiter spinnen. Man könnte jetzt hier noch 3 oder 4 solche Teile hier reinsetzen. Oder man macht diese Läufer so, dass man da mehrere Bohrungen drin hat, so dass man diesen Stift plus umsetzen braucht. Könnte man auch machen. Also ich denke, für den einen oder anderen ist da vielleicht die Idee dabei für seinen Fräszirkel. Ich finde, er funktioniert definitiv relativ. Funktioniert astrein, also da lässt sich an dieser Stelle echt nicht meckern und lässt eigentlich auch keine Wünsche offen. Das Einzige, was ich mir eigentlich noch so vorgestellt hatte, hier noch irgendwie ein Maßband anzubringen, aber da man hier so viele unterschiedliche Fräser reinsetzen kann, ist das erstmal hinfällig. Aber das kann ich ja eventuell noch irgendwie nachrüsten. Es sollte ja erstmal auch in dieser Schiene bleiben für 2 Euro. Falls ihr noch irgendwelche Anregungen, Verbesserungsvorschläge für diesen Fräszirkel habt, dann schreibt mir das ganz einfach mal unten in die Kommentare. Gerade für die Leute, die sich vielleicht gerade überlegen, sich so ein Teil zu bauen, ist das vielleicht auch von Vorteil, dass die da so ein bisschen Anregungen bekommen, dass sie da auch sehen, ja, das müsste ich unbedingt machen, das muss ich unbedingt mit dran machen, damit das Ganze auch wirklich gut funktioniert. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns selbstverständlich zum nächsten Stöpselkopf-Projekt wieder. Macht's schön gut. Bis dann. Ciao.